Hi, mein Name ist Kai von Eltaco und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ihr einen Aktor der Baureihe 62IP in Apple HomeKit hinzufügen könnt. Wir wollen das anhand des Beispiels dieses Schaltaktors hier einmal vorführen. Zuallererst geht ihr bitte hin und versorgt das Gerät mit Spannung. Sobald das geschehen ist, wird sich der Aktor durch eine kurze akustische Bestätigung melden und euch damit signalisieren, dass er betriebsbereit ist. Danach wartet ihr noch einige Sekunden bitte und startet dann auf eurem iPad die Apple Home App. Sobald das geschehen ist, klickt ihr rechts oben auf das Pluszeichen, klickt auf Gerät hinzufügen, es öffnet sich der Kameramodus eures iPads oder iPhone und ihr geht nun bitte hin und scannt die dort mitgelieferten QR-Code, den Apple QR-Code mit dem Gerät ein. Zeigen wir einmal kurz hier, der QR-Code wurde erkannt und Apple meldet sich schon und fragt uns, ob wir das Gerät in Apple HomeKit hinzufügen wollen. Das Relais verbindet sich jetzt mit Apple Home, das kann eine kurze Zeit dauern, wartet bitte. Jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Raum auszuwählen, das Gerät zu benennen. Ich lasse jetzt einfach mal den Standardnamen hier drin, klicke auf Weiter. Nun kann ich die Darstellung anpassen, soll das Gerät als Schalter, als Licht oder zum Beispiel als Ventilator angezeigt werden. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf das Licht und klicke auf Weiter. Das war's. Das Gerät ist hinzugefügt und wird mir jetzt gleich in dem ausgewählten Raum schon angezeigt. Wenn ich jetzt hier draufklicke und einschalte, seht ihr hier vorne, das Licht schaltet sich ein oder auch wieder aus. Das war es auch schon. Das Gerät ist in Betrieb genommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Kommentar oder ein Like da und bis zum nächsten Mal.